Dies ist eine neue Botschaft von Ashtar, dem Oberkommandanten der Lichtkristallflotte der Galaktischen Konföderation des Lichts. Oh, ihr erleuchteten Lichtarbeiter, hört nun gut zu, was ich euch zu eurem Aufstieg zu sagen habe. Inzwischen habt ihr einen flüchtigen Blick in die wunderbare Zukunft geworfen, die euch winkt, und der größte Fortschritt wird sicherlich darin bestehen, in absolutem Frieden und in Harmonie mit allen anderen Lebensformen zu leben, den vielen Humanoiden zu begegnen, die immer eine Verbindung zu euch aufrechterhalten haben, aber vom galaktischen Gesetz verpflichtet waren, sich nicht in Verwicklungen mit euch einzulassen. Bedenkt, dass in einem Universum des freien Willens andere Wesenheiten sich nicht einmischen dürfen, sondern zulassen müssen, dass ihr eure eigenen Entscheidungen trefft. Wir beeindrucken euch zwar mit Ideen, die eurer Weiterentwicklung helfen könnten, aber wir gehen nicht darüber hinaus. Ihr lernt aus euren Fehlern, und derartige Erfahrungen sind dauerhaft und nützlich für eure Fortschritte. Wir warten voller Freude und Glück auf die bald kommende Zeit, in der wir eure Bekanntschaft mit euch erneuern und euren Erfolg mit euch feiern können. Das ist eine gute Gelegenheit für einen Aufstieg, und dies umso mehr, weil er etwas ganz Besonderes sein wird. Wir wissen, dass es ein Erfolg sein wird, und es wird das erste Mal sein, dass der Aufstieg mit Seelen vor sich geht, die sich noch in ihren physischen Körpern befinden. Doch in diesem Zustand werden sie nicht bleiben, sondern eine augenblickliche Veränderung erleben, die sie in einem leuchtenden Lichtkörper zeigen wird, dann werdet ihr zu wahrhaftigen Lichtwesen geworden sein. Das neue Buch von Vibes, der dritte Teil über die Botschaften der Galaktischen Föderation, ist vor kurzem erschienen. Wenn dir der erste Teil gefallen hat, dann darfst du den zweiten Teil auf keinen Fall verpassen. Den Link zu den Büchern findest du unten in der Videobeschreibung. Eure Zukunft ist individuell die Angelegenheit eines jeden Einzelnen. Jeder hat die Möglichkeit, sie so zu gestalten, wie er sie sieht und wie er sie sich wünscht. Sie wird somit zur großen Möglichkeit und wird an Stärke gewinnen, wenn immer mehr Seelen ähnliche Vorstellungen in den Äther projizieren. Es ist so, wie es sein sollte, und ihr werdet kollektiv in dem Maße vorankommen, wie ihr es selbst erreicht habt. Solange die Dinge also noch im Durcheinander sind, ist dies für euch eine gute Zeit, euch um eure eigenen Notwendigkeiten zu kümmern und sie über alle anderen Verpflichtungen zu stellen, die ihr vielleicht auch noch habt. Ihr seid in einer der wichtigsten Perioden eures gesamten Lebens eingetreten, und da bietet sich euch die Gelegenheit, euren eigenen Weg zum Aufstieg festzulegen. Macht euch klar, dass diejenigen unter euch, die sich für den Aufstieg entschieden haben, immer ein hohes Schwingungsniveau aufrechterhalten müssen, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Da ihr alle einen freien Willen habt, könnt ihr einen Weg wählen, der es euch ermöglicht, jenen Erfolg zu erreichen, der euren eigenen Ambitionen und Zielen am besten entspricht. Ihr solltet euch inzwischen auch wohl dessen bewusst sein, dass ihr von Engelwesen begleitet werdet, die sich um euer Leben kümmern und euch in die richtige Richtung lenken. Anderen zu helfen ist eine ganz normale Eigenschaft von Seelen, die die höheren Ebenen erreicht haben. Sich selbst dafür einzusetzen, anderen zu helfen, ist in der Tat eine sehr würdige Angelegenheit, und ist unter all jenen, die bereits aufgestiegen sind, recht häufig üblich. Das entwickelt sich ganz natürlich und trachtet dabei nicht nach irgendwelchem Lohn, während ihr Fortschritte macht. Solltet ihr euch auch daran erinnern, dass ihr noch kein vollständiges Bewusstsein besitzt, da ihr nun aber die Wegmarke überschritten habt, abgesehen von der Genugtuung, einer anderen Seele zu Fortschritten verholfen zu haben. Hilfe dieser Art wird auf jeder Ebene gewährt, bis ihr selbst den Aufstieg erreicht habt. Werden wir auch große Fortschritte bei der Erhöhung eurer Bewusstseinsstufe erzielt haben. Folglich seid ihr bestrebt, das größere Gesamtbild zu begreifen und mehr Wahrheiten zu erhalten als je zuvor, denn ihr seid jetzt bereit dafür. Es ist ein weiterer Grund dafür, dass ihr jetzt im Begriff seid, eure Bewusstseinsebene auszudehnen. Es wurde euch bereits gesagt, dass ihr Engel im Werden seid, und diejenigen, die euch vorausgegangen sind, werden euch auf eine neue, bedeutendere Ebene des Begreifens verhelfen. Ihr könnt niemals wirklich allein sein, denn eure begleitenden Engel werden euch jederzeit zur Seite stehen, um euch zu helfen, auf die Beine zu kommen und spirituelle Fortschritte zu machen. Wir stellen fest, dass es innerhalb eurer Gesellschaft immer noch viel Rassismus gibt, und das ist traurig,
denn der entsteht aus Mangel an Verständnis für die menschliche Rasse. Ihr seid eine Rasse, und alle beten denselben Gott an. Und wo Farbe oder religiöse Überzeugungen ins Spiel kommen, sollte das überhaupt keinen Unterschied machen. Ihr seid eine Familie und teilt Erfahrungen in allen möglichen Situationen, die euch oft alle zusammenbringen. Ihr verhaltet euch oft so, als wäret ihr zum ersten Mal auf der Erde und an die Lehren und das Glaubensbekenntnis gebunden, in die ihr hineingeboren wurdet. Natürlich werdet ihr da erst einmal jenen Lehren folgen, in denen ihr erzogen wurdet, aber das Leben ist voller verschiedener Glaubensüberzeugungen und sollte nie unter Ausschluss aller anderen erlernt werden, besonders jetzt, wo ihr ermutigt werdet, dem Gott in euch zu folgen. Religion ist zwar noch in vielen Seelen tief verwurzelt, aber jetzt könnt ihr eure eigene Person sein und eurer eigenen Intuition und euren eigenen Überzeugungen folgen. Wir sind uns bewusst, dass es nicht leicht ist, Lehren aufzugeben oder von Lehren abzuweichen, die man gelernt hatte, aber es kann für euch einfacher werden, wenn ihr mit eurem höheren Selbst sprecht, um euch bestätigen zu lassen, wie ihr ein spirituelles Leben von innen heraus führen könnt. Euer höheres Selbst würde gerne eine engere Beziehung mit euch eingehen und wartet mit großer Vorfreude auf ein entsprechendes Zeichen von euch. Überflüssig, zu erwähnen, dass euer höheres Selbst euch schon die ganze Zeit über geholfen hat, und die meisten Seelen würden sich sogar eingestehen, dass sie mit dieser kleinen Stimme in ihrem Innern reden. Wisst, dass ihr, wenn ihr höher aufsteigt, um eine gewisse höhere Ebene zu erreichen, durch den Schleier gehen und euer höheres Selbst antreffen werdet, weil ihr eins seid, und da spielt es keine Rolle, welchen Weg ihr jetzt geht, denn es ist unumgänglich, dass jener Tag kommen wird, an dem ihr wieder vereint sein werdet. Der Übergang zu einem neuen Verständnis eures spirituellen Selbst macht euer bisheriges Verständnis nicht unbedingt falsch, sondern die Religion hat ihren Zweck dahingehend erfüllt, als sie den Menschen half, überhaupt erst einmal auf die Beine zu kommen. Bisher war es noch zu früh, euch zu ermutigen, nach innen zu gehen, um Gott zu finden, und ihr brauchtet die Zusicherung eurer Lehrer, die euch dabei helfen sollten. So könntet ihr nun mit Recht sagen, dass viele spirituelle Wesen inzwischen für einen großen Aufstieg bereit waren, nachdem sie die Schwelle überschritten hatten. Andererseits gab es bisher natürlich auch keinen Grund, eigene Überzeugungen zu ändern, wenn man glücklich war mit dem, wie es bisher war, aber es ist so gut wie sicher, dass es euch leichter fallen wird, eure Denkweise auf eine höhere Ebene zu heben, wenn ihr dazu bereit seid. Über viele Lebenszeiten hinweg habt ihr euch bisher darauf verlassen, dass andere euch helfen würden, euren Weg zum Licht zu finden, jetzt könnt ihr jedoch einfach nach innen gehen und in euren stillen Momenten Führung erhalten. Was ihr inzwischen gelernt habt, ist die Tatsache, dass ihr zwar auch Hilfe außerhalb eurer selbst suchen könnt, dass dies aber nicht mehr notwendig ist jetzt, da ihr zur Gegenwart eures höheren Selbst in eurem Innern erwacht seid. Ihr wurdet schon die ganze Zeit über geführt und ermuntert, eurem Geistführern zu folgen, da sie dazu ausersehen sind, euch auf eurem Weg zur Erleuchtung zu halten. Oft wart ihr euch dieser erbrachten Hilfe nicht einmal bewusst, aber sie war immer gegenwärtig. Jetzt kommt ihr eurem höheren Selbst noch näher, und irgendwo in eurer Zukunft werdet ihr euch wieder völlig miteinander verbinden. Das ist eine natürliche Entwicklung hin zu den höheren Reichen, aus denen ihr einst gekommen wart.